herzlich willkommen in meiner Kartenwerkstatt. Ich bin die Andrea und bin unabhängige Sampin-Up-Demonstratorin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich habe heute eine Idee für euch. Die habe ich gemacht für meine Teammädels, für die Mädels aus meinem Team und ein paar lieben Menschen zum Weltkartenbasteltag, der ja als am 1. Oktober ist, am Samstag. Und ich wollte euch mal diese Kartenidee zeigen. Es ist eine Karte mit integrierter Schokolade, also 2-in-1 sozusagen. Ja, und ich finde, es ist eine ganz witzige Idee, eine Karte mal zu verschicken. Ich habe die Grundidee gefunden bei Bin Stempeln und habe sie aber noch ein bisschen abgewandelt, habe auch die Maße abgewandelt. Und es geht rein in einen ganz normalen Briefumschlag, diese Karte. Ein bisschen schwerer ist sie durch die Schokolade, die drin ist. Da müsst ihr ein bisschen auf das Porto aufpassen, aber ich denke mit, also derzeit ist es 1 Euro Porto. Da klappt es wunderbar zum Verschicken. Und ja, außen sieht sie so aus. Also wie eine angebissene Tafel Schokolade, die einfach aufgerissen ist. Und ich habe hier ein Stempelset benutzt, das hier super passt, finde ich. Prädikat einzigartige Kreation von Stampin' Up. Und hier habe ich noch, ich hoffe, es spiegelt jetzt nicht zu arg, limitierte Auflage. Und das ist aus dem Stempelset, gleichnamig, limitierte Auflage aus dem Jahreshauptkatalog. Und da ist überall dieses Copyright-Stempel oder Zeichen von Stampin' Up auch drauf, wenn ihr Karten verkaufen wollt auf irgendwelchen Märkten oder so. Man kann das natürlich auch abtrennen. Aber ich habe es jetzt mit verwendet, weil es einfach so gut dazu passt. Und ich finde, es sind ganz, ganz schöne Sprüche drin und auch ganz tolle Schriftarten. Umarmung aus Papier, das habe ich auch schon öfter verwendet. Also richtig schön. Und das Stempelset lohnt sich wirklich, das auch mal wieder aus dem Regal zu holen, habe ich mir gedacht. Ja, und hier ist eben diese Schokoladentafel. Und damit man die auch öffnen kann, habe ich eben diese Banderole drauf gemacht, die ja wie so ein bisschen aufgerissen ist sozusagen. Und die kann man auch abziehen, um nämlich an den Inhalt zu kommen und natürlich auch die Grüße zu lesen, die da drin sind. Ich habe es jetzt einmal abgedeckt, weil ich habe es schon beschriftet. Ich habe hier einmal Schokolade reingeklebt und hier ist eben noch genügend Platz für liebe Grüße. Hier habe ich noch was draufgesetzt, das erkläre ich euch gleich und man kann das natürlich jetzt auch wieder zurückschieben in diese Hülle und kann das hier wieder verschließen. Man muss ein bisschen aufpassen hier unten, dass sich das natürlich nicht verhakelt. Am besten flutscht drüber, wenn ihr von oben reingeht, weil da habt ihr hier die glatte Fläche. Seht ihr das? Dann könnt ihr das super hier unten doch schieben. So, und wie man die macht, das zeige ich euch heute. Jede schaut natürlich ein bisschen anders aus, weil sie anders aufgerissen ist. Aber das ist ja gerade auch das Spannende dabei. Und ihr braucht erstmal Farbkarton. Ich habe jetzt hier Espresso gewählt, weil der einfach so toll zur Schokolade passt. Und ich habe jetzt hier mir das Stück schon zugeschnitten und zwar hat es 14,5 mal 17,5. Also es ist ein bisschen schmäler als eine normale Karte. Also zum Vergleich, das ist eine normale Kartenbreite und es passt aber super in einen Briefumschlag mit rein. Ich habe es ein bisschen schmäler gewählt, weil das einfach schöner hier rausgeht mit diesen Schokoladenrippchen sozusagen. Das hat einfach dann ein schönes, stimmiges Maß hier. Genau, und das wird jetzt gefalzt. Ihr legt euch die lange Seite oben an, und zwar bei 8,5. Und dann dreht ihr das Ganze um 180 Grad und macht es auf der anderen Seite genauso nochmal. Also bei 8,5 nochmal anlegen und dann habt ihr hier so eine 0,5 Zentimeter, ich sag mal so ein Rücken und das ist einfach die Tiefe der Schokolade, sage ich jetzt mal. Und das könnt ihr jetzt einfach nachziehen, gleich mal mit dem Papierfalter, dann habt ihr hier schon mal die Grundkarte. Dann habe ich aus Farbkarton, auch in Espresso, mir hier schon mal diese Schokoladenrippchen ausgestanzt. Das sind jetzt 4 Stück und dazu habe ich verwendet die Stanzform in Basics mit Pep. Und zwar habe ich da die zweitkleinste verwendet. Ich kann euch das auch nochmal ausmessen. Das sind
3,8 mal 3,8. Also ihr könnt es natürlich auch mit dem Papierschneider einfach euch die Quadrate zuschneiden. Also da braucht ihr 4 Stück. Und dann habe ich mir hier jetzt noch zugeschnitten, ich lege bloß die gerade auf die Seite, auch nochmal Farbkarton in Espresso. Und zwar wird das dieses Teil, was da unten hier abgeschrägt wird jetzt gleich, das hat jetzt 8,5 mal 8 cm. Und da braucht ihr jetzt diese 8,5 sozusagen hier oben. Und ich mache mir jetzt hier bloß eine Markierung seitlich bei 1,5 cm. Das mache ich jetzt gerade eben so. Also 1,5. Ich mache es mal ein bisschen übertrieben stark jetzt für euch, damit ihr das auch in der Kamera hoffentlich seht. 1,5 und dann schräge ich mir das an. Also ich lege mir die Ecke hier direkt in die Nut und meine Markierung. Und dann immer nicht von der Ecke sozusagen hier anfangen zu schneiden, sondern von unten her. Nicht, dass ihr euch diese Ecke hier kaputt macht. Seht ihr, hier ist meine Schneideklinge schon gar nicht mehr ganz scharf. Und wenn ihr euch da in die Spitze sozusagen reinschneidet, dann franzt euch das aus. Wer mag, kann das jetzt noch wegradieren, aber das verschwindet jetzt eh hier unter der Banderole gleich. So, das kommt weg und dann haben wir eigentlich schon alle Sachen vorgeschnitten. So, ich habe jetzt hinten auf meine Quadrate gleich jeweils zwei Dimensionals drauf gemacht. Und zwar nicht so, dass sie weit außen liegen, sondern einfach relativ mittig. Ich sage euch auch gleich warum, weil sonst könnte es nämlich sein, dass man die nachher sieht. So, und ich ziehe mir das bloß gerade alle Trägerfolien gleich ab. Und dann setze ich mir das so auf. Also ihr könnt es entweder aufklappen oder im zugeklappten Kartenzustand oder Format so lassen. Und dann lege ich mir das so an, dass es ungefähr so, ich messe es euch mal nach, was sind denn das, 3 mm Abstand hat von oben und von der Seite hier. Und dann nehme ich mir mein zweites und setze mir das auch eben daneben. Schau, dass hier auf der rechten Seite und oben genau der gleiche Abstand hat. Und ich lege es mir jetzt nur auf. Also ich klebe es noch nicht wirklich richtig fest, weil wenn irgendwas ist, dann kann ich es nochmal korrigieren. Und das mache ich jetzt eben so auch. Ich schaue, dass hier ungefähr der gleiche Abstand ist wie oben und auch hier seitlich, dass die eben schön untereinander sind, weil wenn die jetzt irgendwie so schräg sind, das stört einfach irgendwie, finde ich, die das Auge. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist jetzt so gut und gerade, dann kann ich es festdrücken. Und hier auf mein abgeschrägtes Teil, das kommt jetzt hier unten hin. Ich habe mir das jetzt hier in dem Sinne gespart, dass hier nochmal Rippchen sind. Da würden jetzt noch knapp eineinhalb hingehen. Das braucht es aber gar nicht. Erstens macht das hier jetzt eine schönere Fläche für unsere Banderole. Und zweitens, ihr habt ja vorhin gesehen, lässt sich die einfach dann nachher schöner drüber schieben, diese Banderole wieder. Und das kommt jetzt hier unten her. Also das ist einfach, ich sag mal, die Verstärkung der Banderole. Und da habe ich mir auch schon Dimensionals hinten drauf gemacht. Und da habe ich jetzt nicht ganz gespart. Ich habe in der Mitte auch zwei gemacht, dass das einfach nicht durchhängt. Und klebt die hier, also hier von oben gesehen sozusagen, rückt mal ein bisschen Abstand, weil das überlappt hier jetzt mit unseren Schokoladenrippchen. Und ich mache mir hier auf dieses linke Rippchen einfach noch ein bisschen Flüssigkleber drauf. Da überlappt es nämlich und kann mir das jetzt nämlich so draufsetzen. Also hier ist es bloß so eine kleine Ecke, die hier überlappt und ich orientiere mich jetzt hier einfach hier an der Karte selber und schaue, dass hier unten und auf der rechten Seite einfach bündig ist und klebe mir das hier so an. So, und dann ist die Kartenfront im Endeffekt schon fast fertig. Hier brauchen wir natürlich noch unseren Biss. Der muss natürlich nicht sein. Ihr könnt es natürlich auch jetzt so lassen. Ich habe das jetzt gemacht und ich habe da jetzt eine ganz alte Schanze verwendet. Den Wellenkreis, 1/3 Wellenkreis. Ihr könnt da aber jede Kreisschanze oder Wellenkreisschanze nehmen. Ihr könntet es auch in die Stanz- und Prägemaschine geben, aber das wird knapp, meine ich. Ich probiere es mal schnell aus. Also die Karte geht so rüber rein. Ihr müsstet dann allerdings, wenn ihr mit Stanzformen arbeitet, hier relativ weit reinstanzen sozusagen, weil schon hier die Breite von der Stanz- und Prägemaschine nicht reicht. Also wie gesagt, entweder ihr lasst es so oder ihr nehmt wie ich eine Handstanze und stanzt euch da einfach was aus. Ich mache es jetzt so rum, wegen den Bröseln. Achtung! Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen,
mehr Schmackes braucht man da, weil das natürlich jetzt hier zwei Papierlagen sind, aber es geht gut so. Also einfach so ein bisschen überlappend. Und da habe ich mir hier schon einen Einleger geschnitten in Vanille pur, weil das einfach zu Schokolade schöner passt als komplett weiß. Und der hat jetzt die Maße 8 x 14 cm. Und da könnt ihr jetzt einfach auch mal das reinlegen und schauen. Hoppala. Jetzt ist es verrutscht. Und reinlegen und schauen, gefällt mir das so oder möchte ich da noch ein Stück wegstanzen? Da schaut er einfach. Wenn euch jetzt hier oben dieses Dimension ein bisschen rausschaut, also entweder ihr nehmt für die oberen zwei schwarze Dimension, das könnt ihr natürlich machen, oder ihr nehmt einfach einen Stampin' Write Marker. Ich habe jetzt den in Espresso, nehme mir die Pinselspitze und dann gehe ich mir hier einfach so ein bisschen drüber, damit es nicht ganz weiß ist. Dann fällt es gar nicht großartig auf, dass da ein Dimension so in der Nähe ist. Also wie gesagt, das könnt ihr euch da einfach nur ein bisschen dunkler machen. Genau. So, dann kann ich mir eigentlich meinen Einleger reinkleben schon. Bei meinen Teamädels habe ich da jetzt noch Herzchen reingestempelt zwischen den Text. Das könnt ihr ja machen, wie ihr möchtet, weil ich hier außen auch noch ein rotes Herz oder aufgeklebt habe. Und die Schokolade, die habe ich mir jetzt nur hier reingeklebt und habe sie nicht mehr nochmal in ein extra Täschchen, weil das schon natürlich sehr dick oder füllig wird innen. Also ich habe mir da jetzt nur zwei Streifen Abreißklebeband draufgesetzt und das hält so wirklich richtig gut. Ich habe es ausprobiert und setze mir meine Schokolade jetzt einfach hier so schräg rein. So. Genau. Und dann geht es schon hier an unsere Banderole. Ich habe jetzt da dazu verwendet, oder habe noch gehabt, das ist so wie so ein Seidenpapier in Gold. Das liegt bei mir schon Ewigkeiten umeinander und ich weiß immer nie, was ich mit dem anfangen soll. Habe das oft für so Schächtelchen benutzt, einfach zum Ausstopfen sozusagen oder wenn ich irgend so eine Unterlage gebraucht habe. Aber dazu ist es natürlich jetzt super, weil das auch sehr, sehr gut zu dieser Schokolade hier passt. Das ist von dieser Dankeschön-Firma. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Das ist so ein Viererpack, da gibt es diese Schokoladen. So, und da habe ich jetzt noch gestempelt. Und zwar habe ich ja da meine limitierte Auflage. Ich glaube, so sieht man es ganz gut. Ansonsten spiegelt es natürlich in der Kamera jetzt hier ziemlich. So, und da benutze ich jetzt auch Tinte in Espresso. Und stempel mir das. Also ihr könnt das ja ungefähr so herlegen mal. Das wird natürlich noch umgeschlagen nachher. Und stempel mir das ungefähr hier. So, hier. Lasst den der Tinte ruhig ein bisschen Zeit, in dieses Papier einzuziehen. Das ist natürlich relativ glatt hier von der Oberfläche. Es trocknet auch noch ein bisschen weg von der Farbintensität. Und das müsst ihr jetzt wirklich trocknen lassen, weil schon verschmiert euch das. Ich habe jetzt hier schon mal eins vorbereitet. Und ihr seht schon, es geht auch ein bisschen durch. Also das Papier ist wirklich so dünn, dieses Seidenpapier, dass auch die Tinte durchgeht. Also da ein bisschen aufpassen, dass es euch nicht verschmiert. Ja, ich hatte das jetzt nur so einen ganz großen Bögen. Die sind natürlich ein bisschen in der Schublade jetzt ganz glatt drinne gelegen. Aber das macht gar nichts, weil das ja so eh so ein aufgerissenes, wie soll ich sagen, diese Schokoladenheißhunger hier darstellen soll. Hier da. So, und da mache ich mir jetzt eben auch Abreißklebeband drauf. Hier an einer Seite. Und das fällt auch nachher gar nicht mehr auf, wenn wir das sehen. So, das ziehe ich mir hier einmal ab. Und gebe mir das jetzt so hin, dass mein Stempel hier relativ weit rechts ist. Schau, dass es hier bündig ist. Und dann lege ich es mir nur drum rum und schließe es hier. Da müsst ihr jetzt natürlich aufpassen, dass ihr euch diese Banderole nicht irgendwie anklebt hier. Weil sonst kann der Beschenkte das natürlich nicht mehr öffnen. Genau. So. Und dann
muss man einmal mutig sein und das hier wirklich einmal einreißen. Also ich gehe mir hier an die rechte Seite hier und reiße mir da wirklich so ein Eck auf. Und dann schlage ich mir das so einmal um. Schau, dass hier einfach so ja, einen schönen Übergang gibt sozusagen, eine schöne Spitze hier. Da könnt ihr auch mit dem Aufhebhelfer euch da noch ein bisschen behelfen. Vorsichtig natürlich, weil sonst habt ihr gleich ein Loch in diesem dünnen Papier. Und dann fixiere ich mir das hier so ein bisschen. Und zwar einfach mit einem Mini-Klebepunkt. Den mache ich mir jetzt einfach hierher. Und fixiere mir das so ein bisschen, dass einfach mein Stempel hier noch sichtbar ist. Und dann könnt ihr hier nochmal gucken, dass es hier schön ist. So, genau. Und dann habe ich mir hier schon ein Etikett vorbereitet. Prädikat einzigartige Kreation. Und das ist eben auch aus diesem Stempelset. Und da habe ich auch auf Vanille pur gestempelt mit Tinte in Espresso und habe mir eine Mattung geschnitten, auch in Espresso, Farbkarton Espresso, und habe mir das mit Mehrzweckflüssigkleber draufgeklebt und habe hier jetzt eben Dimensionless und klebe mir das hier so schräg drüber. Ihr müsst natürlich auch aufpassen, dass euch die Dimensionless jetzt nicht hier draufkleben, weil sonst kann man die Banderole nicht mehr rauf und runter schieben. Also einfach ein bisschen aufpassen beim Kleben. So, und dann habe ich mir hier noch ein Herz ausgestanzt aus glutrotem Farbkarton. Und das stammt hier aus den Stanzformen der richtige Dreh. Und zwar gibt es da ja drei Herzen. Und das ist das mittlere. Und da mache ich mir einfach auch ein Dimensional. Da habe ich jetzt ein Mini-Dimensional verwendet. Es geht aber, glaube ich, ein normales auch drauf. Und setze mir das hier so noch hier. Ja, und schon ist unsere Schokoladentafel fertig. So, und ich hoffe, wenn das Video jetzt rauskommt, dass die Mädels ihre süße Karte, die Süßigkeitenkarte oder wie nennt man die, schon erhalten haben und sich darüber freuen. Ja, und ich wünsche euch jetzt auch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich gebe euch wie immer die Maße unten in die Infobox mit rein und die verwendeten Materialien. Und wenn ihr die tollen Produkte von Stampin' Up! Bestellen wollt, dann gerne über mich unter andreaskartenwerkstatt@gmail.com. Oder im Onlineshop könnt ihr genauso bestellen unter https://andreasteiner1.stampinup.net. Ja, und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Basteln, beim Nachbasteln, beim Verschenken. Ich finde das auch eine ganz tolle Idee für Herren. Die sind ja immer ein bisschen, ja, schwierig zu beschenken. Es passt natürlich innen rein, könnt ihr auch einen Gutschein so verpacken und noch ein Schokolädchen dazu. Da freut sich sicher jeder drüber. Oder einfach ein, ja, klitzekleiner Gruß. So wie zum Weltkartenbasteltag. Und ich wünsche euch jetzt auch einen ganz, ganz tollen Weltkartenbasteltag am Samstag. Es gibt ja ein Kreativ-Event von Stampin' Up. Schaut da mal auf die Homepage. Und ich bin auch mit dabei und würde mich natürlich freuen, wenn ihr genauso mitmacht. Da kann jeder teilnehmen, kostenlos. Und schaut da einfach mal am 1. Oktober. Und ja, bastelt mit und ich wünsche euch da ganz viel Freude dabei und jetzt natürlich auch viel Freude bei dieser tollen Karte zum Nachbasteln und sagt tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht es gut, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ich freue mich schon.